Hallo und willkommen zurück zu Demetrius, The Big Cynical Adventure. Und willkommen zurück, Maître Malter. Dankeschön, zynisch soll es weitergehen. Ja, wir hatten eine zweite Aufnahme schon gemacht, aber die Tonaufnahmen haben uns weiterhin gestört. Also wir hatten ein paar Problemchen. Und deswegen nehmen wir jetzt den Part nochmal auf, wissen also schon so ein bisschen, was als nächstes passiert. Das soll euch aber nicht weiter stören. Ich habe auch noch Kekse gefunden beim Eismann. 3 Stück haben wir noch gefunden. Die haben wir eingesammelt, mal unabhängig von der Aufnahme. Sind jetzt aber wieder zurück auf dem Polizeirevier mit unserem ganz tollen, leckeren Kokosnusseis. Und das werden wir jetzt dem Polizisten geben, der sich wahrscheinlich schon total drüber freut. Oh, immer noch hier, wie ich sehe. Ah. Raten Sie mal, was ich hier in meinen Händen halte. Eine Kuh? Fast. Ein Kokosnusseis. Na super, kann ich es haben? Geben Sie mir es schnell, ich würde alles tun, um es zu probieren. Einen Moment noch. Zuerst würde ich gerne mit Inspektor Cassé sprechen. Naja, er ist im Moment nicht hier, aber ich kann Ihnen für morgen einen Termin geben, wenn Sie wirklich wollen. Wenn ich wirklich will? Denken Sie ernsthaft, ich bin durch die halbe Weltgeschichte geirrt, um einfach nur so zum Spaß nach diesem verfluchten Kokosnusseis zu suchen? Ja, ja, schon gut, schon gut. Ihr Termin mit dem Inspektor ist morgen um 10 Uhr im Obergeschoss. Passt Ihnen das? Ja, sehr. Hier, nehmen Sie das Eis. Sie haben es sich verdient. Jetzt muss ich noch etwas erledigen. Tschüss. Mmh, lecker. Hat einen seltsamen Nachgeschmack. Ich sollte aufhören zu rauchen, ich verliere schon meine Geschmacksnerven. Oh, ist das ekelhaft, was er da jetzt isst. Eine gute Tat erledigt, aber der Tag ist noch nicht vorbei. Ich sollte meinen anderen Spuren nachgehen. Okay, andere Spuren bedeutete für uns, dass wir ja noch nicht mit Sandra und ihrem Kochbuch fertig waren. Mhm. Also gehen wir zurück in Björns Wohnung und suchen nach dem Kochbuch. Das wir dann auch überraschend finden, ja. Ganz überraschend wissen wir jetzt, dass es hier in dem Regal steht. Was ja, für uns? Ja, oh Gott, es ist bestimmt hier im Bücherregal. Bücherregal zu gucken, genau. Langweilige Geschichten, Geschichten aus dem nächsten Jahr. Barbie hat große Brüste und Kochen für Idioten. Super, das ist genau das Buch, das Sandra wollte. Yeah, jetzt ist der Eindringling in meiner Bücherei weg. So, mit dem gehen wir zurück. Gibt es hier eigentlich auch noch Kekse, die wir sammeln müssen oder nicht? Ja, nicht, dass ich wüsste. Okay, ich habe immer so die Befürchtung, stelle sich auch keiner. Noch nicht alle Kekse haben, aber ja, wir klingeln mal. Sandra! Sandra! Komm mal raus da. Und, hast du das Buch, nach dem ich suche? Ja, wie versprochen, hier ist eine Bibel des Kochens. Die Verspätung tut mir leid. Um es wieder gut zu machen, schenke ich dir das Buch. Oh, das ist super. Vielen Dank. Damit werde ich endlich zu der Köchin, die ich immer sein wollte. Hm, meinst du das ernst? Ich schulde dir was, Björn. Bitte nimm das. Wir haben ein Feuerzeug erhalten. Was zum Teufel ist das? Das ist ein Feuerzeug. Ah, das kann ich sehen. Aber warum gibst du mir das? Ich habe es vor meiner Tür gefunden, hat vielleicht den Männern gehört, die gestern Nacht so einen Krach gemacht haben. Du hast vorhin so interessiert geklungen. Da dachte ich mir, ich gebe es dir. Gut nachgedacht, Mädchen. Wer hätte das gedacht? Auf dem Feuerzeug steht etwas für Hector, meinen Freund und besten Kollege. Darunter eine Adresse, Dumoulin, LLC, 15 Rue de Orny, Paris. Paris. Ich sehe da besser mal nach. Jawohl, und damit haben wir einen neuen Ort freigeschaltet. Dumoli, LLC, whatever. Björn, bist du okay? Ja, ja, tut mir leid, ich bin am Tagträumen. Okay, wir haben über den Streit mit ihr schon geredet, vielleicht nochmal über sie selbst. Davon mal abgesehen, wie findest du dich in einem neuen Leben zurecht? Es ist hier echt anders als auf dem Land. Freunde zu finden ist viel schwieriger. Die Leute haben einfach nicht dieselbe Einstellung. Es würde mir nichts ausmachen, dir dabei zu helfen, dich in unserer schönen Stadt einzuleben. Obwohl Fernand, unser Hausmeister aus dem Erdgeschoss, dir da wohl besser helfen könnte. Hatten wir das nicht schon im vorigen Part? Ich bin mir nicht so sicher. Ist so ein kleines Déjà-vu, was wir gerade haben. Ja. Innerhalb einer Woche wirst du so viele Freunde finden, dass du nur noch eins willst.
zurück auf dein gutes, altes Land ziehen. Das Problem ist, dadurch, dass wir das nochmal, also ich musste nochmal nachspielen, damit wir den Part hier jetzt nochmal aufnehmen können. Und jetzt sind wir halt verwirrt, ob wir das schon hatten oder nicht. Aber egal, wir wiederholen es einfach nochmal. Meinst du das jetzt ironisch? Hast du etwas gegen uns Landeier? Verzeih, aber das habe ich falsch formuliert. Ich meinte nur, dass ich lieber Abgase als Kuhdung rieche. Was? Ich glaube, ich habe genug gehört. Auf Wiedersehen, Herr Tonen. Ja, zick mal nicht so rum. Hoppla, vielleicht bin ich ein wenig zu weit gegangen. Na, kein Problem, ich lasse sich eine Weile beruhigen. Das klappt nicht. Blöde Tonen. Aber wir haben ein Feuerzeug bekommen und eine neue Adresse und da gehen wir natürlich jetzt auch hin. Das ist die Adresse, die auf dem Feuerzeug stand. Ich gehe mal rein und schaue, ob ich etwas über Hector herausfinden kann. Hector. So, und da sind wir jetzt bei dem Pförtner und haben hier ein neues Plätzchen, das wir uns anschauen können. Zum Beispiel eine Tür, wo drauf steht Zutritt für Unbefugte verboten. Das ist ein Archiv. Was haben wir hier? Einen Kleiderständer. Der Kleiderständer selbst sieht normal aus, nur nicht die Sachen, die dranhängen. Schal. Ein Schal? Ich weiß nicht, aber warum, aber das erscheint mir nicht angemessen. Eine Unterhose. Ugh. Ein Gürtel? Ah, ich brauche keinen neuen Gürtel. Danke. Und eine Jacke. Mal suchen. Nein, nichts in der Jacke. Dann haben wir hier einen Karton. Ah, voller Flaschen. Weinflaschen, um genau zu sein. Sieht aus, als hätten manche die Reise nicht überlebt. Arme Flaschen. Ganz zertrümmert. Eine Tafel? Was? Achso, du bist der. Du bist die Wache. Ey, was denn? Tic-Tac-Toe. Ich würde gern spielen, aber das ist schon fertig. Eine kleine Anzeige. Oh, das arme kleine Kätzchen. Wenn ich dich finde, bringe ich dich nach Hause. Da gibt es saftige Ratten, um die du dich kümmern kannst. Ein Schwamm für Whiteboards. Finde den Fehler. Eine Speisekarte. Und, was steht Gutes auf der Karte? Alles klingt lecker. Vorspeise, Brot von gestern, Reis mit Nudeln, Hauptgericht, gebratene Ringelschwänze, Kakerlaken mit Soße, Nachtisch, Cola, Wackelpudding, Kuchenreste. Ich liebe Kantinen, große Portionen für kleines Geld. So, was haben wir hier noch? Dann haben wir hier einen Keks. Er ist ein wenig verbrannt und riecht übel, aber ich kann diesen Keks noch retten. Also, ein Keks im Aschenbecher und du den Aschenbecher. Okay, er hustet einfach nur und... Ich muss schon vom Ansehen husten. Glas. Ein Drink würde mir jetzt gut tun. Nee, verschwinde, das ist meiner. Nur einen kleinen Schluck, bitte. Nee, das ist alles, was ich für den Rest des Tages übrig habe. Und dann haben wir hier noch ein Telefon. Es bringt nichts, er würde mich nicht lassen, ich benutze besser mein Handy. Gut, dann reden wir mal mit dem Pförtner. Was willst du denn? Wie du ihn redest. Entschuldigen Sie vor allem, wie er aussieht dabei. Und dann so ein... Naja. Entschuldigen Sie die Störung, aber ich hätte gerne eine Auskunft. Nee, ist kein Auskunftsbüro, Trottel. Hau ab, du verschwendest meine Zeit, verdammt. Hector, gestatten Sie mir darauf zu bestehen. Ich suche nach einer Person, die für Sie arbeitet. Oh, wirklich? Und wie ist der Name? Ich kenne seinen Namen nicht, nur seinen Nachnamen. Ja, toll, weißt du, wie viele Leute hier arbeiten? 179. Also verschwinde besser schnell, bevor... Sein Name ist Hector und ich weiß, dass er hier arbeitet. Ja, Hector? Keine Ahnung. Sicher, dass er hier arbeitet? 100%ig sicher. Okay, du Trottel, ich sehe mal nach. Du wartest hier, keine Bewegung. Oh, was haben wir in der Zeit anzugucken? Ein Schild. Ich kann nicht zu hoch. Sagt er da noch irgendwas zu? Oh. Hab nachgesehen und du erst den. Kein Hector hier. Aber... Jetzt hau ab. Ich will nochmal Hector. Können Sie nochmal nach Ihren Akten nachsehen? Ich bin sicher, dass er hier arbeitet. Hab schon nachgesehen, du verschwendest meine Zeit. Kommen Sie schon bitte, nur noch einmal. Okay, Mann. Hasse Tage wie die sieben mit dummen Idioten. Okay, was gucken wir in der Zeit schnell an? Wir haben den Karton. Ich lege das also in den Karton und, oh wow, ich glaube, der Geruch von Alkohol reicht schon, um mich betrunken zu machen. Dazu
zu bringen, dumme Dinge zu tun. Dann haben wir hier die... Etwas stimmt nicht. Ich kann die Tafel nicht drehen. Sie klemmt. Ja. Sie klemmt. Dafür ist der Riegel da. Und dann haben wir die Schlüssel gefunden. Schlüsselbund erhalten. Oh, der ist aber schnell zurück. Hey, dachte ich mir, du Trottel. Kein Hector hier. Oh, dann verzeihen Sie. Mhm. Etwas stimmt hier nicht. Hector arbeitet hier. Entweder lügt dieser Typ oder ist zu faul, um richtig nachzusehen. Ich finde besser eine andere Lösung. Nun, ich gehe besser. Wurde auch Zeit. Jetzt ist die Frage, ob wir ihn anrufen können, aber das hatten wir tatsächlich schon beim letzten Versuch ausprobiert und sind gescheitert. Also wir können das mal machen. Ist auch völlig egal, ob man hier ist oder woanders. Ach ja, das Handy ist oben. Wir machen das mal. Tom, Basse, warte, er hat doch die Nummer hier oben. Cool, da steht die Telefonnummer der Firma. Dann kann ich mich fernmündlich beschweren. So genau, jetzt hat er die sich notiert. Und da steht er jetzt. Ja? Hallo, Monsieur. Ich wollte Ihnen ein paar... Hey, wem willst du was vormachen, hä? Hör sofort auf, sonst kriege ich dich raus. Ich verstehe nicht. Ich sehe, dass du mich anrufst, Idiot. Wo ist Ihr Sinn für Humor? Ja, ich zeige es dir. Autsch! Nun sieht aus, als würde meine tolle Strategie nicht funktionieren. Ich versuche es besser auf andere Weise. Okay, wir wurden rausgeworfen. Aber selbst wenn wir woanders sind, kommen wir mit dem Telefonieren nicht wirklich weiter. Und weiter sind wir auch nicht gekommen. Das heißt, wir müssen jetzt wieder ordentlich Denkarbeit leisten. Wie es denn jetzt überhaupt weitergeht? Ja, wie geht es weiter? Also wir können wieder zu ihm hin. Wir haben die Schlüssel. Und damit wollen wir ja ins Archiv kommen, oder nicht? Also muss er irgendwie abgelenkt werden, denn die haben wir ja jetzt. Was sagt er denn dazu? Ich hoffe, es ist ein Schlüssel dabei, um das Archiv zu öffnen. Ja. Aber das wird er ja nicht einfach benutzen können. Das heißt, irgendwie fehlt uns noch was. Vielleicht können wir ihn... Also meine Idee ist eigentlich immer noch, dass wir es mit dem Telefonieren hinkriegen, aber das hat das letzte Mal nicht funktioniert. Das hat auch nicht hingehauen, vielleicht mit Hilfe der Polizei, hat er ja Dreck am Stecken. Ich mach's. Oh, das ist eine gute Idee. Oder wir schicken die Sandra vorbei. Dann ist er abgelenkt. Genau, aber erstmal versuchen wir es als Schaudings von hier nochmal aus der Wohnung. Ja. Hallo, Monsieur, ich hätte gerne eine Auskunft über... Hey, Moment mal. Ich kenne deine Stimme. Bist du nicht der Idiot von vorhin? Nein, natürlich nicht. Ich bin nur... Ja, verschwinde. Etwas Ähnliches zu versuchen, wird vermutlich nichts bringen. Also, etwas Ähnliches nicht, aber ich klingel jetzt was anderer. Vielleicht kommt da ja irgendwas... Das ist die... Du schon wieder... Ja, ich wollte mich wegen vorhin entschuldigen. Oh, ist schon okay. Immerhin bist du der Einzige, der in dieser Stadt noch mit mir redet. Oh, das ist traurig. Okay, dann tschüss. Bitte komm doch mal zum Abendessen vorbei. Ich gebe dir eine Kostprobe von meinen neuen Rezepten. Alles klar. Ja, klar. wie du das gesagt hast. So, ja, ist klar. Er freut sich eigentlich voll. Und du, ja, klar. Freust du dich nicht, bei Sandra essen zu gehen, Maitre? Na, ich kenne eine Sandra, von der verbinde ich das ein wenig. Aber das kannst du doch nicht vergleichen. Es ist eine ganz andere Sandra. Aber die Sandra ist anscheinend nicht eine, bei der Maitre gerne essen geht. Das wissen wir jetzt zumindest. Okay. Ja, also von zu Hause telefonieren bringt nichts. Dann nehmen wir mal tatsächlich die Idee mit der Polizei. Vielleicht, komm. Ah, Sie sind immer noch da. Bei so einem Wetter sollten Sie sich nicht so hetzen. Anzeige erstatten. Hören Sie, ich würde gerne mit jemandem Kompetentem sprechen. Mhm. Wollen Sie damit andeuten, ist er inkompetent? Nein, das meine ich nicht. Es ist glasklar, dass du inkompetent bist. Es ist nur, könnte ich bitte mit einem Inspektor sprechen? Es tut mir leid, es ist nur Inspektor Cassé anwesend und er ist in letzter Zeit furchtbar beschäftigt. Kommen Sie an einem anderen Tag wieder. Aber ich muss ihn jetzt sehen. Das ist unmöglich. Tut mir sehr leid, Monsieur. Na toll. Ich werde jetzt gehen.
Ja, das sehe ich. Guten Tag. Der muss auch denken, dass er total in einer Marmel hat. Erst leckt er das Eis da auf und naja. Also der Nachtwächter oder der Leibwächter, was das da ist, der hat ja sein Getränk vor sich, mit dem er den ganzen Tag auskommen tun muss. Und da könnten wir vielleicht irgendwas reinmachen. Die nehme ich nicht mit. Ich brauche nichts Hässliches zu Hause oder in meinen Taschen. Wir haben ein bisschen Konservendose. Können wir die ausdrücken? Besser nicht. Ich habe Angst vor geistig Behinderten. Was? Manchmal habe ich sogar Angst vor mir selbst. Was hat das denn jetzt damit zu tun? Oh, das war richtig daneben. Das ist schon gar kein Humor mehr. Das ist schon echt fies. Vielleicht ist es eine müllproduzierende Pflanze. Taschenlampe, Ausweis, Feuerzeug. Wir haben ja das Feuerzeug jetzt seit neuestem. Ja. Irgendwas müssen wir doch mit dem Feuerzeug machen, dass wir das jetzt haben. Wobei, man hätte früher oder später auch zu Sandra hingehen können. Aber irgendwann kommt man ja nicht weiter und dann geht bestimmt jeder zu ihr hin und macht das mit dem Kochbuch. Vielleicht muss man jetzt irgendwas mit Feuer machen können. Vielleicht können wir das... Seine Jacke anzünden. Oder ja, oder es bei ihm einfach reinstecken, aber das glaube ich nicht. Aber wie heißt der? Ich nenne ihn einfach den Pförtner. So. Hey, was machst du da? Ich versuche nur, das mit der Jacke zu verwenden. Zur Hölle, bleib weg oder ich puste dir deinen Kopf weg. Mann, sie sind echt nicht gut drauf. Und also wenn bei mir in der Jacke jemand rumfummeln würde, würde ich auch nicht mich gerade freuen. Da war doch irgendwas mit der Schere, ne? So mit Frischluft an der Buchse und so. Was meinst du? Ja, an der Unterhose links. Ach so, die Leute, die hier arbeiten, sind widerlich. Vielleicht sollte ich mich bewerben. Wir hatten das jetzt mal trickigerweise die Schere an der Unterhose ausprobiert. Schnipp, schnipp, schnapp. So, jetzt ist ein großes Loch vorne drin. Aber... weiter weiß ich auch nicht. Da ist noch ein Keks drin. Da ist ein Keks. Da steckt ein Keks in der Unterhose. Soll ich? Warum nicht? Okay, wir haben einen Keks aus der Unterhose gefischt. Das ist echt abartig. Apropos Keks, da will ich weiter wissen. Ich muss in das Archiv der Dumoulin-Firma. Wie? Die Wache lässt mich nicht. Ich muss einen Weg finden, ihn abzulenken. Ja, ich wüsste sowieso nicht, wie mein Keks helfen sollte. Vielleicht ist es so, dass wenn du noch einen Keks dann isst, dann kriegst du vielleicht einen besseren Tipp. Also erstmal ist der erste Tipp jetzt, dass wir ihn ablenken sollen. Soweit sind wir auch. Ja. Aber gut, wir haben auch noch nicht lange jetzt kombiniert und überlegt. Wir haben einen Gürtel, Unterhose, Jacke. Hey, hör auf, an meine Jacke rumzuspielen. Oh, das ist ihre? Ja, Trottel. Nun, ich hoffe, der Rest gehört nicht ihm. Aber immerhin wissen wir, es ist seine Jacke, also... Ja, aber schau mal, was da vorne steht. Nicht rauchen, entflammbare Produkte. Da könnte man vielleicht mit dem Feuerzeug irgendwas machen. Vielleicht ist sein... Ja, die Flaschen. Wir müssen ihn einfach nochmal ablenken, oder? Er muss nochmal weggehen und wir gehen dann an den Karton. Vielleicht geht das ja. Oder an sein Glas. Ja, hey, was willst du denn schon wieder? Dürfte ich nochmal darum bitten, dass sie nachsehen? Oh Mann, was? Denkst du, das ist ein Spiel? Hau ab, bevor ich dir eine Kugel zwischen die Augen schieße. Ich bestehe darauf. Du Wurmkopf, wenn du es richtig versuchen würdest, würdest du ihn finden. Was? Jetzt bist du schon beleidigend? Oh oh. Na. Oh. Super. Jetzt sind wir so schlimm, dass wir dafür sogar in den Knast kommen. Ich schätze, er hat keine Scherze gemacht. Björnton, angeklagt wie ein Trottel, einen Sicherheitsbeamten beleidigt zu haben. Fortsetzen natürlich. Toll. Na gut, dann setzen wir das Ganze einfach so in Brand. Soll ich? Ja, das wäre lustig. Hey, was hast du da in deiner Hand? Nur ein Feuerzeug, sehen Sie? Ich zünde das hier nur an und dann... Wow, Moment, aufhören, aufhören, aufhören! Das ist voller Alkohol, du Tron. Oh oh. Schwarzer Bildschirm und boom! Nein! Oh. Nein! Du liest vor. Das ist neu. Hier liegt Björn Dohn, der beim Unfall des Atomkraftwerks umgekommen ist, der halb Paris verwüstet hat.
Oh, ich liebe es, mit Feuer zu spielen. Scheiße. Oh, du hast auch Björn Idee. Gesagt. Er heißt Björn, nicht Björn. Ah. Okay, Björn. Wir dürfen, also es ist, man kann es zwar einfach anzünden, was wir jetzt wissen, aber anscheinend nicht genau das, was wir einfach tun sollten. Aber es war auf jeden Fall eine gute Ablenkung für den Fall der Fälle. Er war mal kurz weg, ja. Ich weiß nicht. Ich meine, wir wollen mit den Schlüsseln ins Archiv. Was wahrscheinlich auch so, wenn wir das jetzt einfach mal machen, nicht geht. Eine Duckentaste gibt's nicht, ne? Was zur Hölle? Was machst du denn da? Was ist das in deinen Händen? Ich probiere bloß meine Hausschlüssel, um zu sehen, ob sie passen. Ja, du hast die Schlüssel gestohlen. Und wieder in den Knast. Ach, ist das so doof. Ein Idiot bin ich. Björn Thon, angeklagt, ein lächerlicher Spion zu sein. Okay, aber sie, ich meine, das ist doch unser Ziel, da reinzukommen, oder nicht? Ja, kann man was von ihm kaufen? Es gibt probieren ja Sie unseren Wodka mit eingebautem Alkoholmessgerät. Neu, Flasche zum Einfachtrinken, wo Bier draufsteht. Ja. Entflammbare, ne, nicht rauchen. Was können wir denn mit dem Aschenbecher noch machen? Mit dem Feuerzeug. Aschenbecher. Dafür ist es zu spät. Ja. Das Feuerzeug bei seinem Getränk. Hey, hau ab! Aber ich habe noch gar nichts gemacht. Aber du wolltest. Hab ich gesehen. Da ist noch ein Keks. Seltsam, ich habe es logisch schon mal gesehen. Und da hatte es keine Nase, weil es keine ist. Den hatten wir jetzt mal. Können wir mir nicht die Schlacht... Hey, hör auf da rumzuspielen. Wer? Ich? Ich bewege keinen Finger, sehen Sie? Ja. Er hat halt nicht mal gemerkt, dass wir die Schlüssel haben, der Idiot. Alles merkt er. Weißt du, was die Tafel hier gedreht ist und die Schlüssel weg sind, merkt er nicht. Irgendwas müssen wir mit diesen Sachen hier machen, ganz bestimmt. Und es ist auch nicht normal, dass wir den Karton zum Explodieren bringen können. Also, hier steht das so, wie du schon meintest, so fett drauf. Und man kann es ja auch machen. Vielleicht nicht jetzt, aber später. Aber dass hier auch die Sachen hängen, hat auch eine Bedeutung. Du hattest versucht, die Jacke anzuzünden. Was mit dem Gürtel? Reagiert er da immer noch so? Schal mal. Das würde ihn nur noch heißer machen. Ich mag es nicht, mit Gürteln zu spielen. Ich habe Angst, dass mir die Hände gebunden werden. Ja, vielleicht schaue ich zu viele Filme. Die Unterhose? Sakrileg. Okay, die Jacke nochmal. Warte, nee. Brauchst nicht lesen? Nee, das wiederholt sich einfach nur. Können wir hier doch seine Jacke zerschnippeln? Hey, was ist denn da schon wieder? Ich versuche nur, das mit der Jacke zu verwenden. Zur Hölle, bleib weg oder ich puste den Kopf weg. Ja, okay. Also es wiederholt sich auch wieder mal nur. Wenn wir doch nochmal ganz woanders hingehen oder ihn anquasseln. Aber das macht er ja nicht, ne? Besser nicht, er hat einen mörderischen Blick. Ich muss einen Weg finden, ihn abzulenken. Gut, kann ja sein, dass wir da drin nicht mehr weiterkommen. Das war. Ich esse noch einen Keks jetzt mal. Ich muss in das Archiv der Dominion, aber wie? Die Wache lässt mich nicht. Ich muss einen Weg finden, ihn abzulenken. Ja, ich möchte einen Keks hin. In Ordnung, Knusper, Knusper. Ich sollte die Schilder besser lesen. Sie könnten einen Hinweis enthalten. Ah, okay. Ja, Kekse wieder mich jetzt an. Okay, also, es geht um die Schilder. Es geht darum, dass er hier auch nicht rauchen darf, wahrscheinlich. Ja, und dass er unbefugt ist. Also müssen wir ihn befügigen. Kleiner Becher voller Menschengift. Also er darf ja hier gar nicht rauchen dann, ne? Können wir das der Vielleicht können wir von hier aus die Polizei rufen. Ist das nicht der Basé? Haben wir die Nummer von der Polizei? Ist das der? Ich rufe ihn besser nicht nochmal an. Probier mal. Nee, der war es nicht. Warte mal, ich gehe mal, verlass das mal, geh ins Polizeirevier. Haben wir hier eine Telefonnummer, die wir speichern können? So, weil er ja die immer so übernimmt. Polizist. Mhm. Nee. Und er hier? Nochmal die Anzeige erstatten. Es gibt da noch etwas, was ich Ihnen sagen muss. Sie haben Hämorrhoiden. Was? Nein.
Na, sind Sie sicher? Sie hampeln nämlich die ganze Zeit so herum. Das ist es nicht. Die Tür zu meinem Antiquitätenladen wurde aufgebrochen. Aha, ist das so? Das kann kein Zufall sein. Diese Diebe haben noch etwas gesucht. Das bezweifle ich. Es werden jeden Tag Dutzende Läden ausgeraubt, wissen Sie? Aber beides hat sich in derselben Nacht ereignet. Na, Sie sind vermutlich bloß ein Pechvogel. Und was haben Sie gestohlen? Überhaupt nichts. Dann sind es keine Diebe. Und? Und was? Können Sie das wenigstens in Ihren Bericht aufnehmen? In Ordnung, wenn Sie darauf bestehen. So, ich hab's hinzugefügt. Glücklich? Ich denke schon. Irgendwie tut er mir leid. Inspektor Cassé. Inspektor Cassé erwartet Sie morgen früh. Das ist Musik in meinen Ohren. Ich werde jetzt gehen. Guten Tag. Ja, gut, da können wir nicht hin. Ich will eine Nummer haben, damit wir den Typen... Zeirevier. Aber die Nummer ist doch europaweit die gleiche, die muss man doch nicht einspeichern. Wenn wir in seiner, nicht vom Handy, sondern von... Weiß nicht, nee. Ich probier nur rum. Sandra hat kein Telefon. Okay, das Festnetz will er nicht benutzen. Wir sollen auf die... Ja, kann ich nicht helfen, die Uschi? Sandra. Sandra. Hallo Björn, gibt's was Neues? Mhm. Nö. Später. Wenn du was brauchst, ich bin zu Hause. Tschüss. Ja. Oh Mann. Also. Zutritt für Unbefugte. Das mit dem Rauchen war keine schlechte Idee. Das war eine sehr gute Idee von dir. Hm? Wir machen uns nochmal ordentlich Gedanken und ihr hoffentlich auch, weil der Part jetzt zu Ende ist und wir spielen im nächsten Part weiter. Mal gucken, ob wir dann eine total mitreißende Idee haben. Oh ja, wir freuen uns über eure Vorschläge oder halt auf den nächsten Part, in dem wir dann hoffentlich die Lösung dann haben. Auf jeden Fall bedanken wir uns für das liebe Zuschauen und auch danke nochmal, liebe Angelique, für deinen Kommentar mit dem, wie viele Kekse und das alles es gibt. Das ist ja echt unglaublich, was man alles falsch machen kann und wie viele Kekse es gibt. Wir sehen uns oder hören uns besser gesagt im nächsten Part von Demetrius The Big Cynical Adventure. Tschüss! Genau. Tschüss!